Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disney Uni Haul. Ja, ein weiterer Monat in 2020 ist vorbei. Der Juni sozusagen, der Juli steht vor der Tür und es gibt ja großartige Neuigkeiten, denn das Disneyland Paris macht wieder auf. Am 15. Juli. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich auch am 15. Juli dort sein werde. Ich versuche, man muss nämlich jetzt so Online-Tickets ergattern. Ich habe ja eine Jahreskarte, aber man muss sich trotzdem vorher registrieren, dass man da an dem Datum hinkommt. Und ich hoffe, drückt mir bitte alle Daumen, dass ich ein Ticket bekomme und am 15. dort bin. Und dann vielleicht zeige ich euch im Juli-Haul bereits Sachen aus dem Disneyland Paris. Aber beginnen wir jetzt erstmal mit dem Haul und zwar mit den Juni Minnie Maus Main Attraction Ohren. Ja, ich habe es wieder geschafft im Monat Juni. Die Kollektion war aber super begehrt. Ich weiß, es gab sehr viele traurige Gesichter. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass sie leider die Ohren oder was auch immer sie von der Kollektion wollten, nicht bekommen haben. Ist wirklich sehr schade. Es war aber auch wieder sehr schwer. Aber ich habe sie bekommen, wie ihr sehen könnt. Ich trage sie auf meinem Kopf. Und die Ohren haben wieder mal 35,90, also 36 € gekostet. Und ich habe diesmal auch noch was dazu bestellt, was ergattern können. Nicht für mich selbst. Ich dachte einfach, es gibt so viele Leute, die auch den Rucksack haben möchten aus der Kollektion. Dann habe ich ihn einfach mitbestellt. Also probiert mit zu bestellen. Und da ist er. Der ist nicht für mich, der ist für die liebe Jessie. Die wollte ihn dann unbedingt haben. Deswegen gebe ich ihn ihr ab. Aber den wollte ich euch im Haul trotzdem noch zeigen. Und die Rucksäcke von der Minnie Mouse Main Attraction Collection, dieser Zungenbrecher, kosten 75 € und er ist wirklich super schön. Glitzert, er funkelt. Man hat hier das Peter Pan-Motiv hier vorne, wie sie durch den über London fliegen. Dann hat man hier den Stern, wo Neverland sozusagen ist. Ich glaube, es heißt Neverland. Ansonsten, ja, also wie gesagt, ich werde ihn nicht behalten wollen, weil auch ich gehört habe, ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe von ganz vielen Leuten gehört, wenn man lange Haare hat, bleiben die immer sehr gerne in diesen Pailletten hängen. Und das mag ich gar nicht und für den Preis, nee. Aber er ist wirklich wunderschön. Und genau, die liebe Jessie bekommt den jetzt. Machen wir weiter mit Shop Disney, wenn wir schon dabei sind. Es gab wieder einiges. Es gab einen neuen Schlüssel. Es gab eine Pride Collection, weil der Juni ist ja der Pride Month. Es wäre ja auch das Magical Pride Event im Disneyland gewesen Anfang Juni. Alles ausgefallen. Egal. Egal. Wie der Wendler jetzt sagen würde. Es gab einen neuen Schlüssel. Ups. Ich blende euch auch ein Bild ein, damit ihr den besser sehen könnt. Und zwar den Ink and Paint Schlüssel. Ich muss sagen, einer der schönsten Schlüssel bisher. Ich liebe ja auch die Ink and Paint Kollektion. Ich habe ja die Ohren und den Spirit Jersey. Und er ist einfach wunderschön. Und ich bin sehr froh, ihn bekommen zu haben. Aber da man ja, also man bekommt den ja gratis, wenn man was im Warenwert von 20 € bestellt. Also mindestens. Und ich habe mir bestellt einmal die Bauchtasche. Also es gab an dem Tag, wo der Schlüssel veröffentlicht wurde, eine neue Minnie-Maus-Kollektion. Da habe ich mir von der Kollektion einmal die Bauchtasche bestellt. Ihr wisst ja mittlerweile, ich liebe Bauchtaschen. Genau, das ist die Bauchtasche. Das ist kein Herzschlag hier, da steht einfach Minnie-Maus drauf. Aber von weitem können wir noch denken, es ist ein Herzschlag. Und ich habe extra den, oh, hier ist noch mein Akku. Ich hatte die Tasche im Efteling dabei. Den Akku sollte ich da rausholen. Die Tasche hat 20,90 € gekostet. Hab den Zettel extra da behalten, damit ich euch den Preis sagen kann. Und genau, ich finde sie ganz süß und in Rot-Weiß habe ich auch noch keine Bauchtasche. Dann habe ich mir aus der Kollektion auch noch den Pullover oder den Hoodie bestellt. Das ist hier der. Auch wirklich super schön. Ich liebe ja auch die Shop Disney Hoodies. Hier habe ich schon einige und die sind echt bequem, sitzend schön, die Länge ist perfekt und ja, jetzt im Hochsommer natürlich nicht so geeignet. Und der hat 42 € gekostet. Ich blende euch auch den Try-On an natürlich. Hier ist der Ärmel nicht draußen. So. Also vorne habt ihr California stehen mit Minnie Maus 1928 und hinten ist er einfach rot. Auch ein sehr schöner Hoodie. Dann habe ich ja gesagt, eben, es gab ja, es war der Pride Month und am Anfang Juni gab es dann die Pride Kollektion.
Und da habe ich mir auch zwei Sachen von bestellt. Jetzt muss ich erstmal schauen, das zeige ich euch auch noch gleich von Shop Disney. Und zwar, ich habe mir auch diesen Swirl Jersey bestellt gehabt. Wenn ihr es bei Instagram, also wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es gesehen. Es war aber ein kurzärmeliger Swirl Jersey und irgendwie, weiß ich nicht, der sah nicht schön aus. Er war irgendwie, also der hat mal diese kurze Arm, diesen kurzen Arm. Und irgendwie sah der aus wie ein Nachthemd. Der war auch viel zu groß für mich. Das heißt, ich hätte nochmal eine Nummer kleiner bestellen müssen. Das war mir dann alles too much. Aber ich habe mir das Tanktop bestellt. Mit einem Regenbogen und einem Mickey-Kopf. Sieht man jetzt nicht so gut im Licht. Aber ihr seht es auch noch angezogen. Jetzt sieht man es. Genau. Da. Das hat 24 Euro gekostet. Genau. Finde ich ganz süß. Es gab auch noch Rainbow-Ohren, also Regenbogen-Ohren ohne Schleife. Die fand ich aber auch nicht schön. Die habe ich auch wieder zurückgeschickt. Irgendwie, die haben 26 Euro gekostet und von der Qualität her wahnsinnig schön. Und auch für mich waren die Ohren so weit auseinander und die Schleife hat gefehlt. Also ich brauche doch bei meinen Ohren eine Schleife. Und dann habe ich mir noch das Handtuch bestellt. Obwohl, das hat eigentlich Brina mir im Nachhinein noch mitbestellt. Weil ich mich am Anfang dafür nicht entscheiden. Also ich habe es einfach nicht mitbestellt. Und dann im Nachhinein dachte ich, ach, das Handtuch gefällt dir eigentlich schon gut. Und dann hat Brina noch nicht bestellt. Wie gesagt, dann bestell es mir einfach mit, dann muss ich keine Versandkosten bezahlen. Genau, also das Handtuch habe ich mir noch bestellt. Und das ist wirklich groß. Das ist für zwei Personen gedacht. Das ist 102 x 178 cm groß. Also wirklich ein sehr schönes, buntes, großes Handtuch für den Strand und das hat 23 Euro gekostet. Dann noch zwei Sachen von Shop Disney und zwar einmal habe ich mir, glaube ich, auch noch bei dem, mit dem Schlüssel diese Cap hier gekauft mit Baby Yoda vorne drauf. Warum? Weil ich Baby Yoda liebe. Und ich muss sagen, so Caps sind echt praktisch fürs Cabrio fahren oder im Sommer. Finde ich die echt schön. Und die hat 18,90 Euro gekostet. Übrigens, wenn es irgendwas von den Sachen noch gibt, egal was ich euch heute noch zeige, verlinke ich oder packe ich die Links unten einfach in die Infobox. Und der letzte Artikel von Shop Disney, die Castle Collection, ist wieder online gekommen. Die kommt ja alle zwei Monate, so wie wir jetzt wissen. Und zwar, das sind ja die Schlösser. Ich habe euch ja mal dann vor zwei Monaten im Haul die das Cinderella Castle plus den Pin-Rahmen gezeigt. Der hängt jetzt auch mittlerweile hier. Und dazu kommt jetzt das Frozen-Schloss. Der Pin kostet 25 Euro und ist, wie ihr seht, relativ groß. Und hier drin habt ihr dann nochmal so Filmausschnitte aus Frozen. Also wirklich ein sehr schöner Pin und ich kann jetzt endlich in den Rahmen tun. Machen wir weiter mit EMP. Da habe ich diesen Monat nur zwei Sachen bestellt, aber es sind relativ hochwertigere Sachen. Und zwar einmal ein Dirndl. Die EMP hat Dirndl rausgebracht. Disney Dirndl. Einmal mit Marie, mit Tinkerbell, mit Bösewichten, Alice in Wunderland, Minnie Maus. Habe ich jetzt alle aufgezählt? Ich hoffe mal. Also es gab einige Dirndl und ich habe mir ja zuerst Marie bestellt, weil Marie und Tinkerbell wurden zuerst sozusagen online gebracht. Dann habe ich eigentlich mich für Marie entschieden gehabt, aber dann kam ein Minnie Maus Dirndl. Und dann habe ich gesagt, obwohl die anderen Dirndl, die danach kamen, die drei Stück, 20 Euro teurer waren, also warum auch immer, habe ich mich dann doch am Ende für Minnie Maus entschieden und Minnie Maus Dirndl behalten. Der ursprüngliche Preis war 120 Euro, aber wenn man EMP Club Mitglied war, als ich gekauft hat, hat man schon mal 10% bekommen. Und dann gab es wieder irgendeine Aktion. Es gibt ja irgendwie ständig jeden Tag irgendwelche Aktionen bei EMP. Da habe ich dann nochmal 25 Euro gespart. Da habe ich mich gerade erschreckt. Da ist ein Fenster und da ist der Postbote vorbeigelaufen. Oh, da habe ich gerade erschreckt. Was ist denn jetzt los? Eben war es ja total Unwetter und Weltuntergangsstimmung mit Stromausfall und allem. Jetzt dachte ich, was ist denn jetzt hier los? Aber war nur der Postbote. Also, der ursprüngliche Preis war 120 Euro. Dann gab es 10% Rabatt für EMP Club Mitglied. Plus dann nochmal die 25 Euro Rabatt. Dann waren wir irgendwie bei 80 Euro. Das heißt, ich habe das Dirndl jetzt für ungefähr 80 Euro bekommen. Und freue mich sehr. Angezogen seht ihr es beim Try-On. Ich zeige euch jetzt nur mal die Details.
Was man dazu sagen muss, ist, dass die Bluse von EMP nicht wirklich gut sitzt. Deswegen habe ich beim Try-On auch eine andere Bluse an. Die habe ich mir bei Zalando bestellt. Und zwar, das ist im Prinzip das Dirndl, das Kleid. Und ich muss euch sagen, diese Details, hier sind überall Mini-Köpfe drauf. Auf dem ganzen Kleid. Und dann hier vorne die Knöpfe sind auch Mickey-Köpfe. Also die Details sind mega schön. Also das ist das Kleid und ich finde auch die Farbe steht mir super. Viel besser als das Marie-Kleid. Wie gesagt, die Bluse ist halt eine weiße Bluse, die mitgeliefert wird. Die ist aber nicht so toll. Also falls ihr euch ein Dirndl bei EMP kauft, holt euch eine andere Bluse. Und ich werde mir auch, das habe ich bei Michaela gesehen, sie hat eine schwarze Spitzenbluse unter dem Dirndl angehabt. Das sah auch gut aus. Ich glaube, ich werde mir noch eine schwarze Bluse zu dem Dirndl holen. Und dann gibt es die Schürze dazu. Natürlich mit den Polka-Dots, mit den Punkten von Minnie Maus. Und dann hier unten habt ihr nochmal dieses Muster vom Kleid und eine kleine Minnie Maus. Also wirklich, die Details sind super schön. Viel mehr Details als zum Beispiel bei dem Marie-Kleid. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Aristocats Marie-Fan. Aber ich habe es mir wegen der Farbe behalten. Und da ich noch keinen Dirndl hatte, oder bevor hatte, habe ich gesagt, okay, du behältst jetzt eins. Und deswegen ist es dann am Ende doch Minnie Maus geworden. Das Marie habe ich dann doch wieder zurückgeschickt. Die andere Sache, die ich mir noch von EMP gekauft habe, ist diese Loungefly-Umhängetasche. Die, mit der liebäugel ich schon sehr lange. Und ich habe sie jetzt bereits in England gesehen. Und dann dachte ich, soll ich sie jetzt in England bestellen? Kommt sie noch nach Deutschland? Und ich war im Hin und Her überlegen. Und war kurz einen Tag vorher, bevor ich bei EMP die Tasche gesehen habe, war ich echt so kurz davor, sie in England zu bestellen. Dachte ich, okay, du wartest noch. So, und dann kam sie bei EMP online. Für, eigentlich kostet sie 70 Euro. Und dann am ersten Tag war sie natürlich nicht reduziert, aber ich glaube ein oder zwei Tage später gab es wieder irgend so eine Sale-Nacht bei EMP. Und da war sie auch drin, die Tasche. Und dann habe ich sie mit dem Sale plus die 15% Rabatt von Daniel, Cat, wie sie auch alle heißen, die EMP-Rabatte haben, habe ich sie dann am Ende für 46 Euro bekommen. Das heißt, ich habe diese wirklich sehr neue Tasche für im Verhältnis wenig Geld bekommen, was ich mich sehr freue, weil ich sie wirklich sehr schön finde in Rot mit den Polka-Dots und dieses D-Zeichen. Und da zeige ich euch jetzt gleich, was super dazu passt. Meine neue, achso, das ist übrigens, es ist Gold. Hier ist auch nochmal, sind auch nochmal die Punkte. Und was super zu dieser Tasche passt. Damit habe ich auch schon so lange geliebäugelt und bei einigen schon mal Instagram gesehen, ist dieser Disney-Gürtel. Der kommt aus Amerika und ich habe ihn wirklich, ich wollte ihn schon sehr, sehr lange haben, aber alleine zu bestellen war mir einfach zu teuer, weil die Versandkosten schon sehr hoch sind von Amerika. Übrigens, von die Marke, wo ich den Gürtel her habe, heißt Buckle Down. Genau. Ich packe euch den Link hier unten noch in die Infobox, wenn es euch interessiert. Ich habe den zusammen mit Michaela und Brina bestellt in den USA. Und wir haben jetzt am Ende bezahlt, ich glaube, um die 40 Euro. Wir mussten dann noch um die 10 Euro Zollgebühren bezahlen in Deutschland. Also ich glaube, mit allem drum und dran hat er am Ende 40 Euro gekostet. Und ist ein Teilinggürtel, weil er so dick ist. Passt super zu der Tasche. Und ich liebe ihn. Und jetzt gestern haben wir gesehen, dass es einen silbernen gibt, der dünner ist. Das heißt, man kann ihn in die Hose packen. Und natürlich mussten wir da auch wieder bestellen. Das heißt, den silbernen Gürtel werdet ihr wahrscheinlich in meinem Juli-Haul dann sehen. Aber ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe so lange auch schon mit dem geliebäugelt und wollte den Gürtel sehr, sehr lange haben. Aber wie gesagt, mir war es zu teuer, allein in den USA zu bestellen. Und so kann man sich halt die Kosten, die Gebühren und was da noch alles einfällt, immer teilen. Und das haben wir auch bei dem silbernen Gürtel gemacht. Den haben wir jetzt durch 5 Personen, haben wir den jetzt die Kosten im Prinzip geteilt. Ein weiteres Schnäppchen, welches ich gemacht habe, was ich wirklich ein Schnäppchen finde, sind Schuhe. Und zwar bei Reserved. Das sind diese Schuhe. Ich weiß, ihr kennt den Tipp bereits von mir von Zara. In der Kinderabteilung gibt es Schuhe bis Größe, ich glaube 38 oder 39. Und da ich Größe 38 trage, kann ich bei Zara, wie jetzt auch bei Reserved, Schuhe in der Kinderabteilung bestellen. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache. Viele werden sagen, okay, die sehen wirklich aus wie Kindersandalen. Ich finde es nicht. Ich finde, die sehen aus wie Birkenstock-Schuhe, weil die auch so dieses Design haben.
haben die Mickey-Köpfe hier. Da und da und da. Und sind ganz praktisch mit Klettverschluss, wie das bei Kindern halt so ist. Und ihr werdet nicht, also der Preis ist wirklich unschlagbar gewesen. Ich glaube, allein nur die Schuhe haben 10 € gekostet. Ja, 10 € und dann musste ich halt noch den Versand bezahlen, weil ich nicht über einen gewissen Betrag gekommen bin. Das waren, glaube ich, noch 3,90 €. Aber für den Preis dachte ich, okay, Reserved hat immer mal wieder Disney-Sachen. Ich habe da mal, ich glaube in Dubai oder so war ich da, in dem Shop selbst. Und da habe ich auch Disney-Sachen gesehen. Aber die habe ich jetzt online entdeckt und muss sagen, richtiger Schnapper. Machen wir weiter mit Öhrchen. Ja, Öhrchen. Ich habe bei Ears Ever After bestellt, zweimal. Und zwar einmal mit Debbie zusammen haben wir uns diese Halloween-Ohren hier gekauft. Die gibt es jetzt immer mal wieder bei ihr im Shop. Ihr müsst, wenn ihr die Ohren auch haben wollt, müsst ihr sie unbedingt abonnieren, die Dame. Ears Ever After, packe ich auch noch unten in die Infobox den Instagram-Namen, weil die postet dann immer in ihrer Story, wann sie diese veröffentlicht. Die gibt es immer nur mal so 8 oder 10 Stück an gewissen Tagen, weil die Produktion halt schon sehr lange dauert und sehr aufwendig ist. Aber für Halloween sind das wirklich die perfekten Ohren. Mickey und Minnie als Mumie mit dem Orange. Und der Clou bei den Ohren, die kann man mit und ohne Licht bestellen. Wir haben sie mit Licht bestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen wird. Genau, no, die leuchten sogar im Dunkeln. Und wenn man leuchtende Ohren trägt im Disneyland Paris, ist man wirklich der Hingucker. Ich weiß das, weil ich sehr viele leuchtende Ohren habe. Und im Winter oder so, wenn es schnell dunkel wird, sind die wirklich der Hingucker. Und ich glaube, mit Licht und Versand haben wir um die 50 € bezahlt. Also es ist nicht günstig gewesen. Also ich glaube, 38 oder 37 Pfund kosten sie mit Licht. Ohne Licht 31 Pfund und dann kommt noch der Versand dazu nach Deutschland. Also sind nicht günstig, aber ich finde sie sehr besonders und nicht jeder wird diese Ohren in diesem Land tragen. Dann habe ich nochmal bestellt bei der lieben Dame von Ears Ever After. Ich liebe einfach die Ohren, weil die so bequem sind. Und ich habe auch schon lange mit diesen Ohren geliebäugelt. Einfach schwarze Velvet-Ohren. Das ist so ein Samtstoff hier. Die Ohren hatte ich auch schon mal in rosa. Die sind mir aber irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo ich diese Ohren verloren habe. Was ich wirklich schade finde, weil die Rosen haben mir auch super gefallen. Ich werde es auch irgendwann wahrscheinlich noch nachbestellen. Aber ich wollte seit langem schon diese schwarzen Velvet-Ohren haben. Und die waren lange Zeit nicht vorhanden. Und jetzt waren sie online und dachte ich, okay, jetzt musst du bestellen. Und da sind sie. Und ich wollte immer schon einfach schwarze Ohren haben, weil ich mir manchmal bei Outfits denke, okay, einfach jetzt schwarze Ohren wären am besten. Und ich hatte halt keine. Ich hatte irgendwie immer mit dem Regenbogen, der Regenbogenschleife oder naja. Auf jeden Fall super, 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 super schöne Ohren. Guck gleich nach, was sie gekostet haben. Weiß ich jetzt nicht. Und dann dazu habe ich mir noch bestellt dieses Haarband auch bei ihr. Die hat nämlich auch so schöne Haarbänder. Die kann man auch sehr gut im Alltag tragen, da ich jetzt leider hier keine Ohren tragen kann im Alltag. Und das Design, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist das Schloss. Schloss in Florida ist in der Schleife und hier an der Seite vertreten. Genau, das kann man sehr schön im Alltag tragen. Und genau, jetzt gucke ich mal nach, was die Sachen gekostet haben. Also die Velvet-Ohren kosten, also die Samtohren kosten 25 Pfund und die mit der Schleife haben 11,50 Pfund gekostet. Und der Versand zum Beispiel in meinem Fall war jetzt 7,30 Pfund. Nur damit ihr mal so wisst, wenn ihr, falls ihr mal bestellen wollt bei ihr, vielleicht tut ihr euch mit anderen Leuten zusammen, da kann man immer die Versandkosten noch sparen. Machen wir weiter mit einem Armband mit Baby Yoda Design. Das haben wir auch aus Amerika bestellt. Und zwar der Daniel, die Michaela, Brina zwei Armbänder bestellt und ich. Wir haben uns diese Armbänder bestellt. Ich weiß gar nicht, wie wir die wieder gefunden haben. Wir telefonieren immer abends und dann sehen wir irgendwie wieder was und bestellen irgendwas zusammen. Genau, das ist ein Lokai-Armband. Und das Besondere daran ist, dass das oben in der weißen Kugel das Wasser from Mount Everest ist. Also das Wasser vom Mount Everest ist in der weißen Kugel. Und in der schwarzen Kugel ist Mud from the Dead Sea. Das heißt, der Matsch vom Toten Meer. Warum auch immer. Aber irgendwie fanden wir es cool und dann haben wir gesagt, okay, bestellen wir es. Und am Ende haben wir jetzt, glaube ich, bezahlt um die 20 € pro Armband und dann mit Baby Yoda Design. Dann habe ich bei Bershka bestellt. Natürlich steht da jetzt wieder der Preis nicht dran. Oh, muss ich gleich wieder auf mein Handy gucken.
Und zwar habe ich mir eigentlich das in Weiß und Schwarz bestellt, aber nur Schwarz behalten, weil ich es schöner fand. Ist jetzt wieder irgendwie in diese Fransen unten. Und das Schwarze fand ich schöner. Das Weiße sah ein bisschen aus wie so ein Nachthemd oder ein T-Shirt, was einfach kaputt geschnitten war. Das Schwarze sah etwas besser aus. Ich habe das jetzt in Größe M. Was gekostet hat, muss ich gleich gucken. Aber ihr seht es ja auch im Try-On, wie es angezogen aussieht. Und dann, ich gucke gleich den Preis nach. Und dann habe ich bei Uniqlo noch bestellt. Aber 95% der Sachen, die ich da bestellt habe, waren eigentlich Reinfall. Und ich habe nur dieses T-Shirt behalten. Mit der ganzen Gang hier vorne. Das ist die Mickey Aloha Kollektion. Die Kleider, die ich da bestellt habe, die waren eher so ein Nachthemd. Auch mit Taillengürtel. Ich weiß, viele auf Instagram haben mir dann geschrieben, zieh doch einen Taillengürtel an. Aber irgendwie sah es nicht schön aus. Und deswegen habe ich nur dieses T-Shirt behalten. Das hat 15 € gekostet. Und ich finde, das sieht echt süß aus. Und jetzt gucke ich, was das Bershka-T-Shirt gekostet hat. Moment. Das schwarze Bershka-T-Shirt mit den Fransen hat 12,99 gekostet. Also ein Schnapper. Dann habe ich ein Paket bekommen von Most Magical Designs. Da habe ich ja schon vor einigen Monaten im Haul ein paar Ohren von ihr gezeigt. Da hieß sie aber noch anders. Ears Where Your Dreams Come True. Sie hat sich jetzt aber umbenannt, weil sie jetzt mehr anbietet als nur Ohren. Von ihr habe ich noch ein neues Paket bekommen, weil wir zusammen kooperiert haben. Deswegen habe ich auch einen Code für euch, den blende ich euch dann auch noch hier ein und steht auch unten in der Infobox. Und zwar habe ich mir ausgesucht diese schönen Ohren. Letztes Mal habe ich ja Cinderella gehabt, in Blau mit Blümchen und jetzt wollte ich auf jeden Fall irgendwas mit dem Schloss haben und Tinkerbell und den Blumen. Super sommerlich, super, 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 super schöne Ohren, finde ich. Also ich liebe sie. Dann habe ich dazu bekommen ein Headband. Und zwar dieses hier in Türkis mit den Tieren von Disney. Also es sind ganz viele Katzen drauf von Aristocats, König der Löwen. Was haben wir noch? Sind es nur Katzen eigentlich? Ja, es sind nur Katzen. Also es ist ein Katzenhaarband. auch wirklich schöne Farbe. Ich liebe auch Türkis. Bin jetzt Team Hund eigentlich, nicht Team Katze, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Haarband. Dann habe ich noch einen Maskenhalter dazu bekommen mit Minnie Maus drauf. Und zwar hakt man dann im Prinzip die Maske nicht hinter die Ohren, sondern packt man jetzt an den Hinterkopf und dann klemmt man die Maske da rein, damit die Ohren nicht so wehtun. Ich werde es wahrscheinlich mit ins Disneyland nehmen, weil im Disneyland wird man den ganzen Tag die Maske tragen müssen. Und das wird irgendwann wehtun hinter den Ohren, vor allem wenn es heiß wird. Werde ich wahrscheinlich den hier mitnehmen und mir dann den Kopf klemmen und genau, super, super praktische Idee. Und als letztes hat sie mir noch einen Ohrenhalter reingelegt mit Klettverschluss. Auch sehr praktisch mit Karabinerhaken. Also, oder ist das ein Karabiner? Ist, glaube ich, kein Karabinerhaken. Auf jeden Fall ein Haken, wo man das dann einfach dran klipsen kann an den Rucksack im Mini-Mickey-Design. Ein sehr schönes Band und man kann nie genug Ohrenhalter haben. Also danke für das Paket nochmal und wie gesagt, Discount-Code unten in der Infobox. Schaut mal bei ihrem Shop vorbei. So, wir neigen uns, naja, langsam ist jetzt übertrieben, aber ich habe jetzt nur noch Sachen von Zara. Zara, also Kleidung und Zara Home. Ich habe erst mal bei Zara Home bestellt. Ich wusste gar nicht, dass die da auch Disney-Sachen haben. Aber ich konnte nicht dran vorbei. Also machen wir erstmal Zara Home oder Zara? Zara. Ich habe zwei Kleider mir bestellt. Ich habe schon so ein ähnliches Kleid von Zara in einem anderen Design. Und jetzt habe ich mir das hier noch bestellt. Das ist ein Mickey Mini Retro Design Kleid. Also ähnlich wie das andere, aber bei dem anderen waren ja alle möglichen Charaktere in so einem Retro Design. Jetzt habe ich mir noch das mit Mickey Mini gekauft. Und das kostet 17, also 18 €, 17,95. Und ich habe mir die Kleider jetzt in M behalten. Es hätte mir auch gepasst. Das Problem bei diesen Kleidern ist, ihr seht es im Try-On, besonders lang sind die nicht. Und in S war es noch kürzer. Das heißt, in S hätte ich es gar nicht als Kleid tragen können. Hier bei dem in M geht es noch von der Länge, was ich aber auch bei dem vorigen Kleid gemacht habe, das habe ich auch erwähnt. Ich habe Spitze unten dran genäht. Ich will mal gucken, ob ich das bei denen hier auch machen werde. Ich werde es mir mal anschauen, wenn ich es im Alltag trage. Also das ist das erste Kleid gewesen. Und das zweite im selben Schnitt, anderes Design,
in Schwarz-Weiß mit der ganzen Gang. Also ihr habt ja alle Charaktere, Mickey, Minnie, Daisy, Goofy, Donald. Also alle sind hier drauf. Pluto kostet auch 18 Euro, habe ich auch in M behalten. Und ich muss sagen, das ist mein Lieblingskleid von allen. Zara-Kleidern, also in diesem Schnitt, ist das mein Lieblingskleid. Das passt auch irgendwie zu allem. Sehr, sehr schönes Kleid. So, und dann kommen wir zum letzten Part. Und zwar, jetzt muss ich den Karton hochholen, zu meiner Zara-Home-Bestellung. Also, ich bin jetzt nicht, also ich mag Dumbo, aber ich bin jetzt nicht solche wie Jessie, die irgendwie Dumbo-Fanat ist. Es gibt aber Leute, die sind sehr Dumbo-Fanat, aber als ich das gesehen habe, fand ich doch so süß, dass ich es bestellen musste. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Preise da noch da sind, sonst muss ich nochmal gucken, was es gekostet hat. Also einmal habe ich mir diesen Kissenbezug bestellt. Ich glaube, das sind keine... Doch, nein, vielleicht. Hier ist ein Zettel. Aber kein Preis. Natürlich nicht. Mann! Also, ich habe mir einmal den Kissenbezug hier bestellt fürs Bett. Mein Plan ist aber, also hier, das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite mit ganz vielen kleinen Dumbos. Ist natürlich eigentlich für Kinder gedacht. Bei Zara Home war es in der Kinderabteilung. Aber es ist 80x80, also normaler Kissenbezug. Und das war, also wollte ich dann mitnehmen, also ein Kissen reinmachen und dann für unterwegs mitnehmen. Ich nehme ja immer sehr gerne ein Kissen mit in Hotels, also wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich fliege natürlich nicht, weil mir die meisten Hotelkissen einfach nicht zusagen. Ich kann dann so schlecht darin schlafen, deswegen nehme ich meistens mir ein Kissen mit. Das ist dann der Plan für diesen Kissenbezug von Dumbo. Ich werde gleich die Preise raussuchen, sage ich euch alle am Ende. Dann habe ich mir einmal dieses Kissen mitbestellt, auch mit Dumbo. Da war auch jetzt die Füllung, die habe ich mit dazu bestellt bei Zara. Das war eine Option, da konnte man dann anklicken, ob man die Füllung mitbestellen will. Hier ist auch noch der Preis. Hier sind immer nur die Zettel dran, aber nicht der Preis. Genau, also bei dem Kissen habe ich jetzt die Füllung mitbestellt, weil ich mir sehr unsicher war, ob ich genau die Größe zu Hause habe. Dann habe ich mir noch, ja es geht weiter mit Dumbo, noch zwei weitere Kissenbezüge bestellt und zwar hier die. Da habe ich jetzt keine Füllung mitbestellt, weil das ist eigentlich so eine Standardgröße. Und die habe ich eigentlich hier zu Hause. Hinten sind aber noch so kleine Sterne und also ist eigentlich für Kinder. Aber ich werde sie trotzdem auf die Couch legen. Also das zweimal. Und das letzte, der war im Sale. Oder das war im Sale. Ein Badetuch mit Mickey. Und das wird dann, nachdem ich es gewaschen habe, mein Reisehandtuch sein. Also ich nehme auch immer ein Handtuch mit, wenn ich unterwegs bin. Vor allem ist Disneyland Paris. Habe ich immer gern mein eigenes Handtuch. Ihr seht, das Design ist auch ein sehr großes Duschhandtuch. Hier mit Mickey Design. Also wirklich sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und der war sogar im Sale. Und jetzt gucke ich mal die Preise nach, was ich bezahlt habe. Uno momento. Also die Kissenbezüge, die quadratischen, haben 23 Euro gekostet. Der andere Kissenbezug, wo ich mit die Füllung bestellt habe, hat 18 Euro gekostet. Und jetzt muss ich nochmal das Kopfkissen, hat glaube ich 16 Euro gekostet, das 80x80. Jetzt muss ich mal gucken. Größe, ja, 16 Euro. Das Handtuch gibt es leider online nicht mehr, das im Sale war, aber ich glaube es waren so 15 Euro. Oder so. Und die anderen Sachen von Dumbo gibt es noch. Wenn ihr sie nachkaufen wollt, links unten in der Infobox. Ja, das war mein Juni-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert doch mal unten, was euch am besten gefallen hat. Ich muss sagen, in diesem Monat, meine Highlights war wirklich das Dirndl und der Gürtel von, also mit dem D-Logo, das waren wirklich meine Highlights. Aber ich mag ja alle meine Sachen. Ja, das war's im Prinzip für diesen Monat. Ich hoffe, ihr seid nächsten Monat auch wieder dabei und ich hoffe, dass ich bis dahin dann auch im Disneyland war und wieder die Juli-Ohren bekomme. Der nächste Monat ist ja das Karussell, das Motto. Finde ich die Ohren auch sehr schön und auch den Rucksack, aber der Rucksack hat wieder Pailletten, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich nicht behalten. Ich werde ihn mitbestellen, also versuchen mitzubestellen, um dann Leuten, die ihn nicht bekommen, vielleicht weiterzugeben. Aber mal schauen, vielleicht bekomme ich ihn auch gar nicht. Aber ich versuche immer mein Glück und gebe mein Bestes. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im Juli. Bis dann, ciao. Obwohl wir uns eigentlich vorher schon sehen in den anderen Videos. Aber im Haul sehen wir uns im Juli wieder. Ciao.